Am Wort ist nun Klaus Köchl von der SPÖ. Ist schon sehr viel gesagt worden, das ist Förderung auf den Teil auf des Weges zu einem Ziel, die Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Das ist richtig und gut. Es sind einige Beispiele schon aufgeführt worden, wie der Reparaturbonus ist von uns Sozialdemokraten ein Wunsch, eine Voraussetzung. Ich glaube, das ist sehr gut, dass das kommt. Aber das Wichtigste vor allem auch für die Gemeinden ist, dass aus für Öl- und Gasheizungen in Zeiten wie diesen, dass das gefördert wird. Und das finden wir gut und deshalb werden wir diesem Gesetz auch zustimmen. Aber als Politiker oder als Politikerin mit Menschen zu sprechen, sie ernst zu nehmen, Lösungen zu finden, das ist etwas nichts Neues und deshalb möchte ich auf diesen Klimarat etwas eingehen. Das ist kein Abbild meines Erachtens von Willen eines Menschen, der in Land lebt, der in Gemeinden lebt oder in Ländern, sondern das sind einige hundert Leute. Ich glaube, da muss man schon, wenn man richtig Politik machen muss, dahin schauen, was wir als Mensch brauchen, was das Land braucht und was wir als Klimaziele gemeinsam erreichen können. Ich glaube, das ist entscheidend, nämlich was hier dann im Parlament passiert. Und ich glaube, da kann das nicht so sein, dass man dann irgend 100 Leute hernimmt und das dann so macht. Und für uns Sozialdemokraten ist es einfach immer wichtig, dass es eine soziale Gerechtigkeit bei jedem einzelnen Gesetz gibt. Und es gibt auch eine Stellungnahme vom Land Kärnten, von der Landesrätin Sarah Schaar, die auch ganz klar hier das auch zum Teil befürwortet, aber auch bekrittelt, dass hier die soziale Gerechtigkeit nicht unbedingt gefördert ist, weil man uns einfach Angst haben muss, dass Menschen und Haushalte, die sich das dann über 2025 oder bis 2025 nicht leisten können. Denn das Prinzip dieses Gesetzes ist darauf ausgerichtet, dass man sich da gut auskennt, dass man die Erfahrung hat und auch das Geld dazu hat. Und wenn der Topf 2025 leer ist, dann kriegen genau die auf das jetzt hinsparen müssen. Und das ist unser Bedenken und das bitte Sie in Zukunft, dass Sie das auch berücksichtigen, vom Fördertopf nichts mehr außer, weil er leer ist. Und das ist ganz was Entscheidendes und das darf für uns Sozialdemokraten nicht passieren. Und da sind wir verpflichtet, darauf zu achten, dass die Menschen, die sich das nicht leisten können, und letztendlich auch noch bekommen. Weil sonst kommt der neue Minister und sagt, das interessiert mich nicht mehr. Und die Menschen, die das dringend brauchen, auch um da rauszukommen, können das Ganze dann nicht mehr machen und müssen weiter das teure Öl oder das Gas heizen. Das war der Abgeordnete Klaus Köchl von der SPÖ.